Wie gesagt, der Betreffende muss sich in einer bestimmten Position befinden. Sehen Sie, er muss etwa so dastehen, mit dem Gesicht gegen die Mauer, sodass er nicht sehen kann, wenn die Glocke zu schwingen beginnt. Aber weshalb sollte denn der Betreffende mit dem Rücken zur Glocke und mit dem Gesicht zur Wand stehen? Ganz einfach. Um diese Wand genau untersuchen zu können, Reverend Ross. Ja, ich kann da nichts Besonderes entdecken. Und doch, diese Wand birgt vielleicht ein Geheimnis. Ein Geheimnis, Inspektor? Was meinen Sie damit? Ich meine damit gewisse Zitronen, Mr. West. Haben Sie übrigens schon einmal von diesen Zitronen gehört? Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden, Sir. Sie auch nicht, Referent Ross? Na, wo sind Sie denn? Ja, was haben Sie denn dort hinten zu suchen? Sehen Sie, Inspektor, was ich gerade gefunden habe. Einen Zettel? Na, wo haben Sie den her? Er steckt im Bügel der Schwingachse. Hier. Inspektor, Sie haben eine Warnung missachtet. Auch Sie werden daher ohne Gesicht ins Jenseits wandern müssen. Auf bald...